Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich habe einen Schlafsack, ich habe Bohneneintopf, ich habe Bier. Fehlt nur noch ein Zelt. Tja, so viel zu Dennis' Urlaubsplanung, denn anschließend hatten ihn nämlich fiese Erkältungsviren im Griff. Entsprechend lese ich nun Dennis' Text vor, das hatten wir beim TWS auch noch nie. Also, los geht's! Neben den üblichen Materialien benötigen wir für unsere heutige Folge Verpackungspappe, Papierhandtücher und Finnpappe bzw. dickere Pappe. Im ersten Schritt schnappen wir uns zunächst die Verpackungspappe und zeichnen dort zwei Linien im Abstand von 4 cm parallel zueinander auf. Dann machen wir uns nach 4 cm, dann nach weiteren 6 cm und wieder nach weiteren 4 cm Markierung, die wir miteinander verbinden. Als nächstes schrägen wir je zwei der Markierungen an, das werden die zukünftigen Seitenwände. Dabei sollte man auch gleich Klebelaschen vorsehen. Das ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Zelt, natürlich kann man auch andere Formen nehmen. Mit einer Schere wird das Ganze dann ausgeschnitten. An den Markierungen gehen wir mit einem spitzen, aber stumpfen Gegenstand einmal entlang, um dort besser knicken zu können. Stumpf deshalb, denn bei einer scharfen Klinge würde man Gefahr laufen, die Pappe durchzuschneiden. Dann knicken wir unser Zelt entlang der Markierung. Mit Leim bestreichen wir die Klebelasche an der kurzen Zeltwand und kleben diese dann an die lange Zeltwand. Nun mischen wir uns einen 50:50 Mix aus Holzleim und Wasser an. Die Mischung tragen wir dann mit einem Pinsel auf ein Stück Papierhandtuch auf. Das sollte aber nicht richtig klatschnass werden, sondern nur ordentlich durchgefeuchtet. Das Papierhandtuch legen wir dann auf unsere Pappschablone und streichen es mit einem Pinsel schön um alle Ecken und Kanten herum. Wenn ihr merkt, dass irgendwo ein großes Stück übrig bleibt, könnt ihr das auch einfach abschneiden. Am Schluss fügen wir noch ein paar Tropfen unverdünnten Leim hinzu und verstreichen den ebenfalls. Während das Wasser-Leim-Gemisch trocknet, schneiden wir uns ein paar Bases aus etwas stärkerer Pappe zurecht. Für unser Zelt zeichnen wir ein Quadrat mit 8 cm Seitenlänge und schneiden es aus. Die Ecken runden wir dann noch leicht ab. Danach bestreichen wir die Base mit Leim und schütten wie üblich Sand darüber. Dann lassen wir auch dieses Element erst einmal gut durchtrocknen. Die Base grundieren wir in unserem Fall schwarz, ansonsten nehmt ihr einfach eine Grundfarbe, die zu eurer Spielplatte passt. Anschließend bürsten wir mit einem dunklen Braun und danach mit einem hellen Braun trocken darüber. Das Zelt bemalen wir dann mit einem hellen Braun, damit das Tuch wie schmuddeliges Leinen aussieht. Im letzten Bemalschritt gehen wir dann noch einmal mit einem verdünnten, braunen Wash über das ganze Zelt. Danach wird das Zelt mit Leim auf die Base geklebt. Um die Base dann noch etwas aufzupeppen, fügen wir zum Beispiel noch ein paar Grasbüschel hinzu. Und schon wäre auch dieses Geländestück spielbereit. So, das war's leider schon für heute. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Welche Miniaturenspiele nehmt ihr am liebsten mit auf euren Zelturlaub? Sagt uns das, schreibt uns das hier unten in die Kommentare, schickt uns ein Foto. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.